Hi, heute zeige ich euch 5 Tipps zu einem meiner absoluten Lieblingswerkzeuge, dem Handhobel. Also viel Spaß! Der erste Tipp, wie bei jedem anderen Werkzeug auch, ist es wichtig, darauf zu achten, dass das Werkzeug in einem guten Zustand ist. Dazu gehört zum einen, dass die Sohle eures Hobels glatt und plan ist, damit ihr nicht am Ende eine schiefe Fläche hobelt. Fast genauso wichtig ist natürlich, dass ihr eine super scharfe Kante zum Schneiden habt. Denn wenn euer Messer stumpf ist, dann könnt ihr auch nicht hobeln. Ich habe dafür für alle meine Hobel- und Handwerkzeuge einen japanischen Schleifstein mit 2 Körnungen. Das Schleifen von Hand ist dabei relativ schwierig. Übungssache. Das Ergebnis, was ihr am Ende erzielen könnt, ist es aber definitiv wert. Tipp Nummer 2. Für verschiedene Anwendungen braucht ihr verschiedene Hobel. Zum Abrichten zum Beispiel eignet sich so ein großer Abrichthobel wesentlich besser als ein kleiner Hobel, mit dem ihr zum Beispiel eine super Oberfläche bekommt. Das heißt, zum Abrichten benutze ich diesen großen Hobel und für fertige Oberflächen, die dann zum Ölen bereit sind, benutze ich einen kleinen Japanhobel. Wenn ihr allerdings versucht, mit einem Japanhobel ein großes Brett abzurichten, dann werdet ihr wirklich sehr, sehr lange dafür brauchen und das ist nicht wirklich förderlich. Tipp Nummer 3. Wir alle haben sie und wir alle lieben sie, unsere Schleifgeräte. Doch das Finish, was man mit einem gut eingestellten Handhobel bekommt, ist einfach nochmal um Längen besser. Die gehobelte Oberfläche bringt die Maserung und die Natur des Holzes einfach noch wesentlich besser zur Geltung, als es das Schleifpapier kann. Denn beim Schleifen werden die Poren des Holzes oft einfach zusammengedrückt und mit Staub gefüllt, wobei bei einem Hobel eine sehr klare, geschnittene Kante entsteht, die schon einen glänzenden, fast geölten Look hat. Tipp Nummer 4. Passt auf eure Finger auf. Beim Hobeln hantiert ihr mit wirklich scharfen Messern. Bei diesem kleinen Hobel ist hinten ein bisschen Tape dran, was mich immer daran erinnert, dass ich mir zu Studienzeiten mit diesem kleinen Messer 3/4 meines Daumennagels weggehobelt habe. Das war eine Bewegung, der Daumennagel war weg, alles war voller Blut und das ist wirklich ätzend. Also das würde ich euch gerne ersparen. Es sind scharfe Messer, wenn ihr sie gut schleift, sind sie höllisch scharf. Also einfach aufpassen und nicht die Finger abholen. Tipp Nummer 5. Hobeln ist eine dieser Sachen, die irgendwie immer ziemlich einfach aussehen, aber in echt ist es wirklich schwer. Also es ist viel Arbeit und man muss erstmal reinkommen und seinen eigenen Rhythmus finden. Wichtig dabei ist, nehmt euch einfach Zeit, lernt eure Werkzeuge kennen, lernt euer Holz zu lesen, hobelt immer mit der Maserung und nicht gegen die Maserung. Guckt, dass ihr immer wieder überprüft, arbeitet ihr eigentlich in die richtige Richtung oder seid ihr gerade dabei, irgendwie eine Rundung zu hobeln. Es ist einfach eine der Sachen, die Zeit braucht und mit der Zeit werdet ihr immer besser werden und seid dann in der Lage, wirklich optimale Ergebnisse mit einem Handhobel zu erzielen und das ist dann wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl am Ende. Jetzt habe ich noch 2 kleine Bonustipps für euch. Der erste Tipp ist, wie erkenne ich eigentlich, in welche Richtung die Maserung beim Holz geht? Das ist erstmal auch eine Sache, die sehr viel Übung erfordert, weil es nicht immer ganz einfach ist, das zu fühlen. Der beste Tipp, den ich da für euch habe, ist, es ist eigentlich wie wenn man einen Hund streichelt. Wenn man mit dem Fell streichelt, ist alles glatt und einfach. Und wenn man gegen das Fell streichelt, stellen sich die Haare auf und man hat so einen kleinen Widerstand. Genau das gleiche ist bei Holz eigentlich auch der Fall. Bis auf dass es natürlich je nach Holzart nicht ganz so einfach ist, diesen Widerstand zu fühlen. Vor allen Dingen, wenn das Holz noch sehr rau ist. Mit der Zeit kommt aber auch Erfahrung und dann seid ihr in der Lage, die Maserung eigentlich sehr, sehr einfach zu legen. Bonustipp Nummer 2. Wenn ihr nach dem Hobeln eine schöne glatte Oberfläche habt und den Glanz und die Maserung noch ein bisschen hervorheben wollt, könnt ihr euch eure Hobelreste nehmen, knüllt die ein bisschen zusammen und reibt damit, ähnlich wie mit Schleifpapier, über die gehobelte Fläche, um den Glanz der Maserung noch ein bisschen hervorzubringen. Einfacher und günstiger Tipp und man hat es ja sowieso rumliegen.